Moin Pyros, heute gibt es mal wieder ein richtig fettes Unboxing von P1 Fireworks bzw. von Mirko, der hat mir wieder was richtig Geiles zukommen lassen. Ich bin gespannt, ich weiß selber nicht, was drin ist, daher schauen wir mal zusammen rein. Er sagt, ein paar Raritäten sollen da drin sein, ich habe es noch nicht geöffnet, also jawohl, richtig geile Teile. Fangen wir mal hier mit dem Chuku Chuku von Komet an. Richtig geiles Teil, wollte ich auch schon immer haben. Fontäne mit Pfeifen. Richtig geil. Da freue ich mich richtig drüber. Richtig geiles Teil. Hammer. Gucken wir mal weiter. Boah, guck mal hier, kleine Bienen. Feuervögel von Komet. Kenne ich auch gar nicht. Da haben wir richtig was zum Testen. Mhm. Hier, was haben wir hier? Sternschnuppen. Steht hier. Feißel. Feißelfeuerwerk. Feuertopf. Auch ganz geil. Auch richtig schön oldschool. Ist eigentlich alles viel zu schade zum Zünden. Junior Chico. Auch geile Teile, ey. Junior Chico Pfeiffontäne. Auch von Weco. Richtig schön oldschool. Zwei Stück. Richtig geil. Ah, guck mal, hier ist noch eine. Sternschnuppen. Oh, guck mal hier. Was passiert hier mit dem Fuß? Das ist nicht schlimm. Das ist nicht schlimm. Dann haben wir hier noch Vulkan. Prachtvoller. Sprühend. Von Komet. Auch richtig geiles Teil. Zwei Stück. Ja, dann haben wir Turbo Flyer, den kenne ich noch aus der Kindheit. Den haben wir früher auch immer gehabt. Green City. Richtig geil, vom Moog. Richtig geil. Ja. So, was haben wir jetzt hier Schönes? Bo Peep. B Böller. Von Nico. Auch zweimal. Richtig geil, habe ich auch noch nicht. Geht alles direkt in die Sammlung. Ist eigentlich viel zu schade zu zünden. So, was haben wir jetzt hier? Big Toom Toms. Ich glaube, das sind so kleine Teppiche oder so. Fühlt sich so an. 100 Gramm. Ja, doch, das sind Teppiche. Ja, cool. Richtig geil. Da ist noch so einer. Genau, hier ist noch so einer. Hier ist noch so einer. Haben wir zwei Stück von. Können wir auch einen probieren. Von jedem nur einen. Richtig oldschool. Von Komet. Heulpfeifer. 7 Stück drin. Richtig cool. Die kenne ich auch gar nicht. Das ist auch noch richtig oldschool. Ich glaube, das ist noch so fast vor meiner Zeit. So. Ist das gefallen? Ja, alles gut. Ich koche gleich mal weiter. So, was haben wir jetzt hier? Schlange, Silber, Teufelspfeifer. Von was ist das? Keine Ahnung, die sehen auch richtig heftig aus. Auch so richtig geiles Retro-Design. So, dann haben wir hier, machen wir hier weiter. Flashing Cobra, 5 Stück drin. Ich denke, das sind so Bodenwirbel, ne? Das auch nicht. Müssen wir mal gucken. Oder sind das diese Flashlights, ne? Das könnte es auch sein. Ne, Knaller sind das. Na, da bin ich ja mal gespannt. K2. Sieht auch nice aus. So, dann geht's. Ja, gucken wir gleich mal. Von Nico Bean. Auch richtig geil. Oh, guck mal, hier steht sogar noch drauf, 80 Pfennig oder 80 Cent. Geil. Richtig geile Teile. Gibt es hier nochmal von Keller Luftheuler. Richtig geil.
Wie kommt man an die ganzen Raritäten? Also Mirko, du machst mich fertig. Richtig geil. Hier. Diamond Feuerwerk. China Böller D. Auch richtig geil. Hatte ich auch noch nicht. War ja mal eine Charge, die richtig gut war. Und dann wurden die ja schlechter, habe ich gehört. China Böller D. Die sind von Keller. Oh, oh, da fällt schon einer auseinander. So, dann haben wir hier noch Thundercracker A. Zweimal. Auch richtig geil. Schallerzeuger P1 von Funke. Richtig geil. Da freue ich mich auch drauf zu zünden. Einen zum Wegpacken. Kolibri. Jugendfeuerwerk. Von Moog. Ja, wollen wir mal reinschauen? Wir schauen hier rein. Wir schauen hier rein. Wollen wir jetzt schon mal so ein geiles Video machen? Schauen wir rein. Guck mal. Sind auch die kleinen Bienen drin. Richtig geil. Richtig geil. Ich finde, dass das nicht so klein. Genau, nur dass die klein sind, ne? Mhm. Das ist richtig geil. So. Sky Missile. Sagt mir so gar nichts. Raketen mit Ständer auf einem ebenen Boden stellen. Zündschnur freiliegend und anzünden. Okay. Ja, cool. Die kenne ich auch gar nicht. Sagt mir gar nichts. Habe ich noch nie. Ich denke, polnisch ist das. Auch richtig geile Teile. Sky Missile. Was haben wir jetzt noch hier? Double Pirat. Das sind auch Böller, ne? Die habe ich auch noch nicht. Da ist auch nichts auf Deutsch hier. Noch P1. So, dann haben wir hier noch einen Teppich. Der ist von Lady Cracker 50er. Kann ich gar nicht erkennen. Von was ist? Nein, kann man nicht erkennen. Ist ganz schön dunkel. Auf jeden Fall noch ein richtig schöner Teppich. Und dann noch was richtig Geiles von Funke. Lass es richtig krachen. Vertreibt die bösen Geister. Damit geht nochmal ein richtig fettes Dank an Mirko raus. P1 Fireworks, folgt ihn gerne. Ich bedanke mich auch nochmal. Der Kleine freut sich auch hier neben mir. Wir werden auf jeden Fall so einiges testen. Haut rein!